Auf dem Wasser ist der Rothalstaucher anzutreffen. Genauso wie die Blässrallen. Manchmal jedoch sind diese Vögel nur schwer zu erkennen, weil sie sich im Schilf tarnen. Sie haben an diesem Gewässer auch ihr Nest und ziehen dort ihre Jungen groß. Hier können wir auch Reiherenten entdecken. Auffällig sind der kurze Schnabel und der runde Kopf. Um Nahrung zu bekommen, tauchen die Rothalstaucher nach kleinen Wassertieren. Auch die Jungvögel werden schon mit kleinen Fischen versorgt. Alle diese Vögel sind an das Leben auf dem Wasser angepasst. Sie können fliegen, aber auch sehr gut schwimmen.